So, meine Festplatte ist abge... hier nicht die Festplatte. Der Windows Explorer ist abgestürzt. Und ich kann die Datei nicht mehr verschieben. Das ist toll. Ich suche jetzt so ein bisschen nach Bosse. Ich habe keine Angst vor euch. Habt ihr gehört? Bastian hat keine Angst vor euch, Zuschauer. Jokudanisches Wasser. Achso, die haben auch Relikte bei sich. Na, das ist ja nett. Kabam, kabam, jokudanisches Relikt. Die Packratte frisst es mal einfach so auf. Da ist schon wieder dieses komische Viech, Skorpionwächter. Jetzt ist das angegangen, das Licht. Ah, könnte hier oben noch ein Verliesboss sein. Ich weiß aber nicht, ob das einer der Bosse war. Mutsteinpatriarch, Knaller, leise Schwert. Ne, die habe ich alle gekillt. Das Rätsel ist auch gelöst, aber die Frage ist... Wie soll man das Rätsel lösen mit nur einem Menschen? Man muss ja hier offensichtlich mehrere Leute haben. Kann man sich Relikte klauen? Natürlich kann man sich Relikte klauen. Sicher. Das ist ein tolles Spiel, ey. So richtig verstanden habe ich das eine Rätsel noch nicht von dem, was wir da gesehen haben. Aber naja, es wird schon irgendwie gehen. Ich gehe doch nochmal wieder dahin, wo ich gerade war. Da müsste ich da oben lang. Aber ich nehme mal einfach alle Relikte, die ich schon habe, ne? Relikte, 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 Relikte. Gargoyle, 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 Gargoyle. Nahtod-Tambo. Ein Kampf? Gut! Schon. Kommt da raus! Irgendetwas Nützliches? Kann das auch Gegner sofort töten, wenn ich den Lebensabsaugung aktiviert habe? Cool. Na, gehen wir da mal rein. Vielleicht ist da einer von den Bossen. Schon wieder eine Truhe. Ich kann mich noch erinnern, wie ich damals ein Gemälde des Sommers gefunden habe. Und ich habe. Haltet eure Augen nach einer Schenke offen, wo wir das ausgeben können. Du willst das Bild ausgeben? Bist du dumm? Das wird nicht ausgegeben, das wird aufgehängt. Das Vergessen soll euch holen. Ja, danke. Wo dieses, ich kann mich noch dran erinnern, wo diese Dietriche, diese Thronsöffnen-Mechanik zum ersten Mal vorkam. Ich habe es nicht verstanden.
Okay, wir hängen hier dauernd fest. Die haben Innereien bei sich. Ist ja widerlich. Bemerkenswert. Einfach bemerkenswert. Ihr habt euch gut geschlagen. Aber ihr müsst euch immer noch als würdig erweisen, um das Kopialbuch einzufordern. Muss ich mich wirklich als würdig erweisen? Kann ich sagen, ich bin würdig? Gott, guck mal. Das sieht ja aus wie ich. Dieser Ort ging an die Zeit verloren, Wanderin. Ihr könntet niemals seine Bedeutsamkeit verstehen. Wer seid ihr? Ich bin das Überbleibsel eines Königs, der dazu auserkoren wurde, im Ersten Rat zu dienen. Wir kamen vor langer Zeit nach Wohlenfell und hielten es für unsere Pflicht, dieses wilde Land zu zähmen. Warum seid ihr hier, Wanderin? Ich bin gekommen, um das Kopialbuch zu holen. Was macht euch eines solchen Reliktes würdig? Jeder gemeine Dieb hätte es soweit schaffen können. Nur jemand, der dessen wirklich würdig ist, darf das Kopialbuch von seinem angestammten Platz nehmen. Wie kann ich mich beweisen? Die Kriegerwelle unserer Flotte, die großen Rovada, segelten in grauer Vorzeit in dieses Land. Wir sind ein Volk mit einem starken und edlen Erbe. Um euch unseren Respekt zu verdienen, müsst ihr eine Prüfung bestehen. Eine des Kampfes, eine der Königsherrschaft oder eine der Blutlinien. Wählt nun. Ich wähle die Prüfung der Königsherrschaft. Nee. Das tue ich nicht. Das macht ihr. So, ich habe mal eben eine Live-Umfrage gestartet. Während wir das machen, die anderen Bosse scheinen ja nicht hier zu sein, würde ich gerne die Bosse suchen. Da vergeht genug Zeit, damit man voten kann in Ruhe. Wieso sind die nicht getriggert worden? Mutz bringt den Sieg. Mutz bringt den Siegs. Ich glaube, da war noch einer. Oder hier unten. Irgendwie sind das noch Punkte, wo einer sein kann. Es sind definitiv zu viele Gegner in dem Raum hier. Einfach zu viel. Ihr ruht euch nie auf euren Lorbeeren aus. Das bewundere ich. Dabadam, dadamdamdam. So. So, was ich auch machen kann ist, wer sich nicht traut, im Stream mit angezeigt zu werden. Ich kann für die Abstimmung eine anonyme Abstimmung mal machen. Einfach mal den Streamchat ausblenden. Ihr könnt auf Twitch und auf YouTube abstimmen. Ich will noch mal nach... Na komm, los. War da rechts eigentlich irgendwie was? Ja, nee, doch nicht. Scheiße, der Baum. Ich hing am Baum fest. Ich will nochmal nach links rein. Das ist sehr merkwürdig. Irgendwo muss ich die Bosse übersehen haben. Hier war ja einer. Gerade Retro-Hautfetzen gelesen, das wäre lustig gewesen.
Retro-Hautfetzen. Oh, da hinten ist aber kein Boss, ne? Und da geht's auch nicht weiter. Nee, da muss ich hier lang. Da war einfach nichts, außer dieser eine Patriarch. Den habe ich ja schon gekillt. Hier könnte noch einer sein. Oh, ich muss durch die scheiß ekelhafte Suppe. So, hier war auch einer, aber den habe ich auch schon. Knaller, genau, der war's. Den habe ich schon. Sehr gut, kannst abstimmen. Wer jetzt gerade zuschaltet, auf Twitch und auf YouTube, ihr könnt gerade abstimmen. Wo, Ausrufezeichen Vote, Leerzeichen Kampf, Blut, König. Eins von den dreien Wörtern reinschreiben. Und die Prüfung gilt dann. Meuchelkäfer. Wo zum Henker ist dieser Kackboss? Ich bin ja schon am Anfang. Gargoyle. Totembo-Krieger, da ist nichts. Es gibt eine Prüfung am Ende des Weges, an dem DLC hier oben. Um weiterzukommen, und da muss ich eine Prüfung ablegen, aber welche das ist, das könnt ihr entscheiden. Oh Mann, ich weiß nicht, wo der scheiß Weltboss ist. Ja, die Drücke dir. Ach, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr zu suchen. So. Karte! Es ist Kartenzeit. Jetzt muss ich erstmal die Karte finden, ich habe die Schlange nicht mehr geöffnet. Welche waren das noch? Das war jetzt nicht die, oder? Nee, das ist nicht. Es ist die da. Ja, die scheint zu sein. Ja, die ist das. So, wir sind in Alikr. So, wir sind da. So, es ist ein Weltboss da. Es ist ein Weltboss da. Oh, zwei Weltbosse direkt hier unten. Da bin ich ja voll vorbeigefahren. Da sind Arbura und Vatira. Das Gruppenevent habe ich abgeschlossen, indem ich einfach einen Pfeil dahin geschossen habe. Das hat funktioniert. Und die anderen drei habe ich auch schon abgelegt. Cool. Ja, passt. Nö, dann habe ich die ja. So, dann müssen wir jetzt... Da lang müssen wir. Hopp, 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 hopp. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Hopp, 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 hopp. Und ich auch nicht, wenn ich mir die Zeit so ansehe. Der schwere Sack. Habt ihr etwas gefunden? Ja, das Holz. Na, habt ihr schon die Bosse besiegt? Ja, habt ihr. Deppen. Und hier ist Vatishran oder eine Vatera oder Vatara. Abura, Vatira ist weg. Von Vatira ist im Moment keine Spur. Die Leiche fehlt. Ne, da liegt sie, okay, hinter der Mauer. In der Mauer drin versteckt. Muss ich nur noch warten, bis sie respawnen.
Dann, 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 ich warte auf. Oh, der Boss ist weg. Ist gut. Vorsicht! Das sieht gefährlich aus. Ja, ist ja auch ein Verlies-Boss. Alter, ein Heilungsstab des Ordens der Diagma. Sieht ja schon krank aus. So, das muss nur noch der spawnen. Vadira, 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 Vadira ist jetzt weg. Da ist sie. Klatsch und schon wieder. Und gewonnen. Nice. Angriff. So, jetzt zurück zum Hauptpunkt. Letzter Aufruf, ihr könnt noch voten. Twitch, YouTube gleichzeitig. Ausrufezeichen Vote, Leerzeichen Blut, König oder Kampf. Tatsächlich wäre ich fast schon für Herrscher gewesen. Also ich hätte Herrscher genommen beinahe. Und für die, die das auf YouTube schauen, schreibt in die Kommentare, was ihr gemacht habt hättet. Jetzt muss ich ganz wichtig nach hinten laufen, scheiße. Naja. Kämpf nicht gegen Gaul. Ich habe eine ganze Menge Gegner vor mir. Da drin warten auch nochmal 4 Haufen. Ui. Alter, der eine ist gerade hochgeflogen. Ich muss sagen, ich komme doch sauber durch hier. So. Und die Umfrage ist erledigt. Wir haben ein Stechen. König und Blut haben jeweils einen Punkt bekommen. Das heißt, ich müsste jetzt eine Münze werfen. König ist Kopf. Und Blut wäre Zahl. Hey Google, wirf eine Münze.
Oh, es ruckelt. Kopf. Es wird der König. Und ich werde angeschrieben. Das ist ja absolut widerlich. Wieso schreibt mir der das? Alter. Oh Gott, das kann ich mir. Das muss von meinem Handy verschwinden. Boah, warum schickt mir mein Vater sowas? Es ist ja ekelhaft. Ach du Scheiße. Er hat irgendwie. Er schaut gerade im Fernsehen eine Sendung und da wurde offensichtlich ein totes Tier gezeigt. Und das sieht aus wie eine Ziege, allerdings nicht mehr viel übrig davon. Ach du Scheiße. Das ist ja ekelhaft, ey. Dieser Ort ging an die Zeit verloren, Wanderin. Ihr könntet niemals seine Bedeutsamkeit verstehen. Ja, ja. Ich bin das, ja, ja. Was man ja, ja. Die Kriegerwelle unserer Flotte. Die Prüfung des Königs erschafft. Wie groß ist das so? Ihr seid entweder sehr selbstsicher oder sehr arrogant. Weder noch. Doch das spielt kaum eine Rolle. Große Könige sind oft beides. Sagt mir, Wanderin, wozu würdet ihr die Geheimnisse des Kopialbuchs verwenden? Um meine Nase zu putzen. Ganz kleinen Moment, ich muss mal kurz weg. Meine Fresse. Ey, ohne Scheiß. Einfach mal so mitten im Text läuft meine Nase. Einfach so. Keine Lust drauf. So, gut, ich werde das Kopialbuch den rechtmäßigen Erben der Rovadar übergeben. Darauf habe ich mein Wort. Ein wahrer König kennt die Kraft, die sich oft aus der Demut schöpfen lässt. Wir nehmen uns unserer Untertanen an, weil sie uns wiederum stärker machen. Ein König ist nichts, wenn er nicht geliebt wird. Eure Antwort reicht mir. Vielen Dank, Eure Majestät. Das Kopialbuch gehört euch. Lebt wohl, Wanderin. Wir werden uns nicht wiedersehen. Na, das war ja einfach. Da ist ja nichts drin. Hallo. Wunderbar. Das hätte nicht besser laufen können. Hier ist das Kopialbuch. Was werdet ihr jetzt tun? Ich bringe das hier ohne Umweg zu König Faharajat in Schildwacht. Es wird etwas dauern, das alles zu übersetzen. Aber die Mühe wird sich lohnen. Ihr habt all dies ermöglicht. Vielen Dank, meine Freundin. Dies wird das Schicksal meines Volkes verändern, meine Freundin. Ich bringe es sofort nach Schildwacht. Was habt ihr nach eurer Rückkehr nach Schildwacht vor? Oh je, ich bin mir nicht sicher, ob ich so weit vorausdenken kann. So viele Möglichkeiten. Wie wird der König wohl reagieren? Was für eine Belegschaft werde ich wohl bekommen? Zu wie vielen akademischen Gipfeln werde ich wohl als Sprecher eingeladen? So viele Möglichkeiten. Was ist denn so wichtig an einem Kopialbuch? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Aber es wurde vom Geist eines uralten Königs beschützt. Solche Dinge neigen dazu, wichtig zu sein. Scheiße. Ich wollte gerade das mal... Wurde gerade... Gut, wir sind fertig, ne? Nein? Shit. Ah, Himmelsscherbenstaub ist zusammen. Ah. Sauber. Sucht Narina im Schildwacht fehlt noch. Das war's dann aber hier raus, ne? Himmelsscherbe, die Bosse habe ich. Nur noch die eine Quest, ja.
Also, zack. Porten. Porten. Auf nach, keine Ahnung, wie das, wie die Welt heißt. So. Gut. Narina in Schildwacht suchen. Wieso habe ich eigentlich permanent 90 Frames auf Fraps? Das gab es irgendwie selten in dem Spiel. Wenn ihr das nochmal versucht, ich bin eure Ausrede leid, Narina. Wann wird Tavo zurückkommen? Offensichtlich gar nicht. Was wollt ihr? Warum belästigt ihr diese Frau? Lästigt? Ich treibe meine Schulden ein. Ich habe dem Mann dieser Frau genug Geld gegeben, um seine Suchexpedition nach einer Reihe kostbarer Artefakte auszurüsten. Jetzt ist er mit meinem Geld davongelaufen. Tavo ist tot. Ich habe seinen Namen, seine Überreste gesammelt. Diese Relikte. Fantastisch. Dann muss ich in dieser Angelegenheit ja nicht alles abschreiben. Händigt sie mir aus und ich sehe Tavos Schulden als beglichen an. Diese Frau hat heute schon genug verloren. Verschwindet sofort. Ruhig, meine Freundin. Kein Grund für Gewalt. Ja, ich verstehe euren Standpunkt. Vergebt mir, Narina. Seht Tavos Schulden als beglichen an. Ich werde euch nun in Ruhe trauern lassen. Guter Plan. Hab Dank. Ihr hättet mir nicht zu Hilfe kommen müssen, aber ich bin dankbar. Euer Mann würde wollen, dass ihr die hier bekommt. Ihr könnt sie verkaufen und einen Neuanfang wagen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr bringt Geschenke der Götter in einer Zeit der Trauer. Ich habe nichts mehr übrig, also werden diese eine große Hilfe sein. Nachdem ich meinen Ehemann betrauert habe, werde ich sie verkaufen und mit dem Geld diesen Ort verlassen. Hier gibt es zu viele schlechte Erinnerungen. Wie seid ihr so tief in die Schulden geraten? Tavo hat in eine riskante Schürfexpedition investiert. Sie fanden nicht einmal genug Gold, um die Arbeiter zu bezahlen. Wir haben alles verloren. Die verlorene Stadt war nur ein Gerücht, aber wir waren verzweifelt. Yombira hat uns Geld geliehen und, nun ja, ihr kennt den Rest. Was werdet ihr jetzt tun? Mit diesen Relikten sollte ich in der Lage sein, ein neues Leben zu beginnen. Ohne meinen Geliebten wird es zwar ein bittersüßes sein, doch er hätte es so gewollt. Das Leben in der Wüste ist hart. Wer zu lange trauert, den verschlucken die Sande mit Haut und Haar. Aber heftig, dafür, dass sie jemanden verloren hat, den sie offensichtlich liebt, klingt sie eiskalt. Richtig eiskalt. Keine Emotion, nix. Einfach neutral runtergesprochen. So, prinzipiell war's das jetzt. Was soll ich denn da? Die Suche nach Shiri? Was? Hä? Ist die Quest nicht abgeschlossen? Habe ich nicht sauber gearbeitet? Das kann ich nicht mehr vorstellen. Eigentlich wollte ich jetzt gerade sagen, so, das, die Allegri-Quest ist durch. Aber offensichtlich ja nicht. Ah, hallo? Da. Okay, was soll ich hier machen? Lest Nahiras Tagebuch. Oh, sie ist tot. Neues Buch entdeckt. Meine Base. Was? Okay, ich lese das jetzt vor. Meine Base Shiri hat mir mitgeteilt, dass sie mich heute besuchen kommt. Es hat mich ziemlich überrascht, nach so vielen Jahren wieder von ihr zu hören. Sie sucht ein paar alte Bücher ihres Vaters und das macht mir Sorgen. Shiri war immer so ein süßes, kleines Mädchen und ich bete, dass sie nicht so geworden ist wie der Rest ihrer nächsten Verwandten. Ihr Vater war ein Monster und so grauenhaft, dass meine Mutter ihren Namen geändert hat und nach Satakalam gezogen ist, um sich von Suturas berüchtigten Namen zu befreien. Shiris Bruder Uvafar und Alasan schien schon immer den kranken Geist ihrer Eltern begehrt zu haben, aber Shiri war so unschuldig. Ich bete zu Zed, dass sie sich einfach von der Magie ferngehalten hat, um
nicht selbst den seltsamen Verlockungen zu verfallen, die den Rest ihrer Familie zu dunklen Künsten verleitet haben. Trotz meiner Bedenken freue ich mich darauf, sie wiederzusehen. Die Base. Ah. Sprich mit Zori. Was ist hier passiert? Das ist schrecklich. Waren das die Kaiserlichen? Ich hoffe, Shiri war nicht hier. Gibt es Beweise, dass sie hier war? Base ist altdeutsch für Cousine. Oder Base. Base steht für Chemie. Meine Cousine. Sehe Verwandtschaftsbeziehung Cousin-Cousine. Base. Base. Okay. Ist ja mal interessant. Shiri ist die Schwester von Uwa von Alasan. Die Anführer der verdorrten Hand? Aber das würde ja bedeuten, dass Shiri eine von ihnen ist. Eine Nekromantin? Ihr meint, bei den Tränen von Zed. Mit diesem Text. Und wir haben keine Ahnung, wo sie ist. Doch. Ich habe sie getötet. Königlich. Ein Königreich trägt Trauer. Findet die Stellung von immer. Achso, das ist das andere. Kann das sein, dass ich irgendwie die Quest vergessen habe abzuschließen? Okay, ja, schön. Ich habe die Quest vergessen. Ja, sie ist schon tot. Mach dir keine Sorgen. Ich habe es aufgehalten. Ich glaube, die habe ich. Ups. Naja. Denkt euch euer Teil dabei. Finde Taraya in Wohlenfell. Warum soll ich nach Wohlenfell? Wieso soll ich nach Wohlenfell? Das ist ein offenes Verlies. Da will ich nicht rein. Also das ist ein Gruppenverlies. Da stirbt man. Nee, da gehe ich nicht hin. Die Quest ist tot. Gut, also 1, 2, 3. Das sind die letzten Bosse. An einem trockenen Heck. An einem trockenen Heck. Mac. Ja. Gesammelt. 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 Ja, die Frage ist, Heck, es könnte an einem getrockneten Heck oder? Ne, trockengelegenen Heck. Könnte der Mitscherbentavas Segen oder hier unten sein? Wollen wir da noch suchen danach? Ne, das interessiert doch keinen mehr. Gut. Damit sind wir fertig mit Alik. Tarayas Spur wäre jetzt noch eine Quest gewesen, diese Tagebuchseiten zu finden. Die endet halt da. Aber sobald ich da reingehe, stirbt man relativ fix. Da sind dann Gegner, wo in einem offenen Verlies sind da 5 Gegner, ne? Da sind dann direkt mal 8. Und die haben auch mehr Leben. Das heißt, das schaffst du alleine nicht. Da brauchst du mehr Leute. Da brauche ich in dem Fall eure Hilfe per se, um da durchzukommen. Gut. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier fertig. Danke fürs Zusehen.